Oh nein, wie komme ich? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel Verwarnung darf ich haben? Wie bin ich denn reingefahren? Oh mein Gott, ist das dumm. Oh mein Gott, wie soll ich das jetzt erklären? Oh Scheiße. Stefano? Ja. Ach ja, Mann. Was hast du angestellt? Johnny, was hast du gemacht? Dein Auto ist gerade, steht, glaube ich, keinem mehr so richtig zur Verfügung. Was hast du denn gemacht? Irgendein Militärgebiet, wo ich ganz schnell weg musste und ich habe die Ausfahrt nicht gefunden, deswegen bin ich einfach ausgestiegen und zu Fuß weggerannt. Das Auto ist jetzt so wie gefangen. Und wenn du da reingehst, dann läufst du wahrscheinlich Gefahr, dass... Es ist echt ärgerlich, weil die Polizei gerade erfahren hat, dass du das Auto entwendet hast. Nördlich oder östlich oder Süden? Östlich. Warum steht denn hier ein Militärgebiet? Ich schicke euch eine Dispatch rein, dann bin ich weg. Tschüss, Jimmy, schönes Leben noch. No, oh Gott. Macht damit, was ihr wollt. Einer von euch, wieso fährt ihr alle mit dem Bus? Tu mir doch gar nicht mehr. Okay, einer muss dann den Typen bei Sandyshots abholen. Clive, bist du da? Clive? Wie bin ich denn da reingekommen? Wieso? Ich bin doch die gleiche Strecke wieder zurückgefahren. Warum war ich denn auf einmal in der Sackgasse? Ich verstehe das nicht. Hätte ich weiterfahren müssen? Bin ich da? Ach, ich krieg das nicht hin. Du bist immer weitergefahren? Du bist durch den Zaun noch weiter rein. Oh mein Gott. Ich bin einfach nur mal rückwärts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist übel. Naja, gut. Aber warum gibt es denn so viele Sperrzonen? Warum gibt es denn hier eine Sperrzone? Ich habe die noch gar nicht gekannt. Ich dachte immer nur, hier ist, okay, hier ist Sperrzone. Warum ist denn der jetzt auch auf einmal rot? Warte, warte, ich glaube, das ist eine Funk. Da ist auch Sperrzone. Drei Sperrzonen. Johnny, bist du noch am Leben? Ja. Bist du noch auf dem Gelände? Nein, ich musste weg. Ich musste das Auto verlassen und bin über eine Mauer gesprungen. Das Auto ist aber, das ist genau in dem Ding drin. Wie hast du es geschafft, das Auto da raus? Oh mein Gott, Digga, ich, also wirklich jetzt, ne? Wie hast du es geschafft, das Auto da hinzubringen? Ich bin hektisch einfach in eine Richtung gefahren und dann war da so ein Rolltor, dann bin ich rein und dann wollte ich wieder raus, aber dann habe ich irgendwie vergessen, wie ich rein bin und dann bin ich nur noch tiefer rein. Aber nicht, du bist da drin. Also ich nicht, aber das Auto.
Digga. Ich schwöre, ich könnte dich jetzt gerade von A bis Z beleidigen, ne? Ich schwöre, ich könnte dich so hart beleidigen, aber ich kann nicht. Das, war das mein Auto? Mein Auto! Ja. Das war wirklich keine Absicht. Ne? Wo bist du jetzt eigentlich? Ich empfinde es als für mich gesünder, wenn ich erstmal Abstand gewinne und euch nicht sage, halt wo ich bin. Halt deine Fresse, sag mir, wo du bist. Ich schwöre, halt deine Fresse und sag mir, wo du bist. Es ist alles in Ordnung, Stefano. Wir brauchen ein bisschen Abstand. Halt deine Fresse! Sag mir, wo du bist! Ich werde erstmal das Funkgerät beiseite legen. Ey, ich schätze, wenn ich dich in den Finger bekomme, ne? Ich schwöre, Junge, du regst so. Ey, ich bin so sauer auf dich gerade. Oh Gott, das sind die. Das sind da. Hallo Kefka. Oh Mann. Glaube ich, ich muss ein Taxi holen gleich. Ich muss irgendwie rauskommen. Bitte kurze Erklärung zu der Sperrzone. Ja, ich glaube, wenn der Timer auf 10 geht oder so, wirst du gebannt. Oder sowas. Ich glaube, du, also auf jeden Fall bist du dann weg. Du darfst da nicht auf die Sperrzone. Das ist regelmäßig, also das ist regelwidrig. Das heißt, wenn Stefano da hingeht, um sein Auto rauszuholen, wird der. Du warst schon bei 10? Nee, ich war bei 8. Aber wozu ist die? Ach, weiß ich nicht. Das Flughafengelände, die Militärbasis sowie das Gelände des NUS gilt als videoüberwachter Bereich und ist als Sperrzone deklariert. Das Betreten ohne Absprache mit der Stadtverwaltung gilt als Fail-RP. Ich habe das echt nicht gewusst, dass das eine Sperrzone ist. Ich dachte nur Fort St. Crudo und Flughafen. Warum ist da auf einmal eine Sperrzone? Und ich bin einfach straight reingefahren. Ich wusste ja nicht. Ich habe ja nicht mal auf die Map geguckt. Ich wusste nicht immer, wo ich hinfahre. Es tut mir wirklich leid, es war wirklich keine Absicht. Es war wirklich keine Absicht. Ich schwöre, oh mein Gott, es war wirklich keine Absicht. Ja, also, das ist nicht. Ja? Ey, guck mal, ich rede jetzt mit dir vernünftig, ne? Ja. Also wirklich ganz ruhig. Ich bin jetzt wirklich ruhig. Ja. Rede vernünftig mit dir. Ja. Ist das Auto wirklich da? Es ist leider wirklich da. Kannst du mir sagen, wie das funktioniert? Also, wie bekommst du das Auto überhaupt? Also, wie geht das? Ich war hektisch. Du hast. Du hast mir ja gedroht und so. Dann bin ich einfach, ohne auf die Karte zu gucken, in Richtung Norden gefahren. Weil ich ja weg von der Stadt wollte, weil du gesagt hast, die wird mich in der Stadt suchen. Könnt ihr das eben klären? Ich muss kurz telefonieren. Und dann bin ich einfach irgendeinen Highway lang gefahren. Eine Straße runter und dann bin ich in so ein Rolltor gekommen. Und plötzlich wurde mir über Lautsprecher gesagt, dass ich diese Sperrzone verlassen soll. Und dann wurde ein Countdown bis zu 10 gezählt. Und ich war so in Panik. Ja? Warum? Wieso bist nicht du einfach drin geblieben und das Auto irgendwie raus? Also ich wünschte, du wärst einfach gehabt, also 10 Sekunden da drin und du wärst für immer weg. Wirklich jetzt für immer. Also ich war bei 8. Es war wirklich ziemlich knapp. Ich bin einfach blind über eine Mauer gesprungen. Ich musste das Auto verlassen. Ich wollte ja noch rausfahren. Aber ich war so in Panik, dass ich nicht wusste, wo. Ich glaube, wir sind auch das erste Unternehmen, das überhaupt geschafft hat, da irgendwas so hinzubringen, ne? Wirklich, so ein Auto oder so, also wirklich. Und das schaffst auch nur du, weil du ein dummer Wichser bist. Stefano, es war wirklich keine Absicht, aber vielleicht sollten wir einfach das als Ergebnis deines unkollegialen Verhaltens sehen.
Wenn du dich bei mir... Pass auf. Jetzt ist auch nur mein Schuld. Entschuldige dich einfach bei mir und vielleicht können wir ja das irgendwie dann... Du, was bist du eigentlich für ein Wichser? Was denkst du nicht, wer du bist? Du hast doch nach mir gerade in deinem Unternehmen gefahndet. Ich finde das schon, das ist echt scheiße von dir. Ich habe nichts gemacht. Ich habe dir gesagt, vernünftig wollte ich mit dir reden. Ich wollte auch vernünftig mit dir reden. Du bist wie ein Kind abgehauen und hast rumgeheult, nur weil du eine Karte verloren hast. Stefano. Werd mal erwachsen, du Schwanz. Also, ein erwachsener Mann sagt erstmal nicht Schwanz, ja? Und auch nicht Jarak oder Sip oder sowas. So, des Weiteren habe ich das Gefühl, dass ihr mir nur schadet. Ich habe nichts gemacht. Du hast mir diesen Posten versprochen. Ich habe dafür etwas für dich getan. Und schwuppdiwupp hast du mir wieder einfach weggenommen. Und ich finde, ich verdiene weißt viel du, mehr als Hartmann. Weißt du überhaupt, was gestern überhaupt alles passiert ist? Natürlich nicht. War ja nicht da. Ja. Sag nochmal, wo warst du denn? Was? Was hast du gesagt? Was? Was hast du gesagt? Nicht da. Ah. Ich hab das aber angemeldet. Freier Tag, das ist bei mir immer... Hast du nicht? Doch, das ist bei mir jeder... Wo hast du das angemeldet? Mittwoch. In der Mitte der Woche. Ich hab das jemandem gesagt. Mittwoch war gestern und gestern warst du nicht da. Deswegen hier, Mittwoch ist immer für mich ein freier Tag. Das hast du mir nicht gesagt als Vize. Doch. Hast du nicht? Ich hatte Pilates. Ey, Junge, du willst, dass ich dich abknall, ne? Alter, ey, komm, was, guck mal, es ist blöd gelaufen, aber es war wirklich nicht meine Absicht. Es ist scheiße gelaufen, okay, aber vielleicht sollten wir das als Lehre nehmen und einfach darüber nachdenken, wie wir in Zukunft miteinander kommunizieren. Guck mal, ich sag dir mal was. Seit gestern sind die ganzen Autos verschwunden. Wir haben ganz schwer überhaupt welche gefunden, plus kein Werkstatt in der Stadt repariert unsere Autos. Warum denn? Ja, weil wir Probleme mit denen haben. Warum haben wir Probleme mit denen, Stefano? Ja, Richman. Liegt das an der Scheißkommunikation, die wir auch beide führen? Richman. Scheiße gebaut anscheinend, ja. Aber das haben wir dann versucht zu klären und haben wir so geklärt. Und jetzt ist das Problem, dass wieder ein Auto verschwunden ist. Obwohl noch weitere Autos verschwunden ist. Also sind meine ich. Ich habe eine Idee. Ich rufe Yoshi an. Der hat eh keinen Plan. Ich bring die da rein. Ich sag, die soll da reingehen und das Auto rausholen. Da kriegt sie $1,000 oder so. Und dann gucken wir, ob es klappt. Und wenn sie mit dem Auto halt halbwegs rauskommt, dann wird sie halt von den Sicherheitsbeamten abgeknallt und dann holen wir da noch einen rein, der dann in das Auto nochmal einsteigt und den restlichen Weg. Wer ist das zweite Opfer dann? Ja, das kriegen wir noch. Susanne oder so. Okay, dann kommen wir erstmal hierher. Wir stehen hier alle. Und ich versprich dir, wir machen nichts. Schwör. Ich schwöre. Okay. Gut. Wir sind hier beim Highway. Bis gleich. Ja, was denn? Man muss Opfer bringen. Für den guten Zweck. Es geht immerhin um ein Taxiunternehmen. Apropos, sie schuldet mir nur $6,000 für diese Woche. Doktor geschlossen. Vielen Dank für den Prime-Sub. Me and my CFS, vielen Dank für den Prime-Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Chillax, vielen Dank für den Prime-Sub. Kaputt, danke für die 11 Monate. Hey Sander, danke für die 35. Danke sehr. Ich bin das Opfer gerade? Ja, aber es ist so ein... Es ist eher so ein Töte um zu überleben Ding, wisst ihr? Ich muss wieder was essen. Ja, Kevin? Ja, grüße, Jonathan. Hey. Du, ich hab ein Problem. Hast du auch diese SMS gekriegt von Epic? Oh ja, ey, irgendein Arschloch hat sich versucht, aus Thailand bei mir einzuloggen. Bei dir auch? Kannst du mir sagen, wer das war? Weiß ich nicht, wahrscheinlich Bami Ninghong, keine Ahnung. Nee, ich glaube, also, guck mal, die einzigen, die halt meinen Namen wussten, ist die Gruppe von euch gewesen. Das heißt, du... Deine Freundin? War da dein Name drin? Bei mir stand kein Name drin. Naja, jemand hat versucht, sich halt einzuloggen. Und wir haben ja schon mal eine Runde gespielt, Real Life Fortnite. Und dann sind die Namen wahrscheinlich über uns aufgeploppt gewesen. Und entweder... Scheiße. Entweder war das deine Freundin oder dein bester Freund, Kenny. Also, Katana ist nicht mehr meine Freundin. Oh, was ist denn passiert?
Wir haben uns gestritten, ich habe zu ihr Zicke gesagt und da hat sie die Wohnung gekündigt und alles beendet und hat geschrieben, sie ist für immer bei Oma. Ja, tut mir leid, aber das ist wirklich zickig. Ja, aber ja, darum habe ich auch jetzt von unserem Auto meine Tesla-Felgen abbauen lassen und habe ihr die Original-Standard-Stahlfelgen drauf gemacht in schwarz. Kevin? Ja? Ich rufe dich gleich nochmal an, ja? Okay, oder wir quatschen morgen wegen diesem Fortnite-Vorfall. Das können wir auch machen. Ich versuche mich so schnell wie möglich zu melden. Ich muss hier gerade noch ein Gespräch abwickeln, leider. Ja, kein Stress, ich gehe jetzt ins Bett, klar. Dann hören wir uns morgen. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, du musst dich erst einstempeln, der Firma. Oh, stimmt. Wie hast du das geschafft? Es wäre mir wirklich sehr unangenehm, das jetzt nochmal zu erklären. Gut, ich will es auch nicht wissen. Auf jeden Fall möchte aber ich mich nee, wirklich... Aber nee, eine Frage habe ich doch schon, ja. Mr. Laser. Sind Sie dumm? Nun, das ist immer in einem Verhältnis zu sehen. Eine hochintelligente Spezies da draußen im All wird uns wahrscheinlich alle als dumm sehen. Ja, aber ich meine jetzt explizit Sie. Unter der Gruppe gesehen, im Vergleich zu euch also, bin ich wahrscheinlich der hochintelligenteste von allen. In ein Sperrgebiet reinzufahren, wo Militärbasis ist. Und Entschuldigung, da hat einfach mein Überlebensinstinkt gekickt. Überlebensinstinkt? Sie wurden nicht mal verfolgt. Ihr habt nach mir gefahren, ihr Wichser! Ich musste aus der Stadt fahren, weil ihr durch den Funk mitgegeben habt, dass ihr keine Arbeit mehr annehmt, bis ihr mich gefunden habt. Du Arschloch. Sie Arschloch. Das ist witzig. Aber wie kann ein hochintelligenter, talentierter Fahrer überhaupt in die Situation kommen, da oben reinzufahren? Ich bin einfach geradeaus straight irgendeine Straße runter. Ich habe nicht mal gerafft, dass das eine Militärzone ist oder sowas. Dann bin ich rein, ich habe dann die Meldung durch die Sprechanlagen gehört, wollte dann wieder raus und habe vergessen, wie ich reingekommen bin. Und die haben gesagt, wenn wir bis 10 zählen, bist du tot. Und dann habe ich das Auto da stehen lassen und bin über eine Mauer gesprungen. Ich war schon bei 8. Genau wie du, Herr Richmond, genau wie Sie das prognostiziert haben. Komisch. Der Dicke hat angerufen. Der kommt gleich das Auto, versucht er das rauszuholen. Und wir haben ein Riesenproblem. Richmond. Was? Der hat das wegen Dings erzählt, ne? Wegen Gewerbepark, was auch immer, ne? Mhm. Er meinte, ja, du musst gekündigt werden, weil du scheiß kriminell bist und so. Dann habe ich gesagt, dass wir das geklärt haben. Der meinte, okay, ich gebe bis Sonntag Zeit. Wenn bis dann alles gut läuft, ne? Also die werden soll dann sich mal raffen, meine Fresse, auf eine andere Ebene. Jetzt Schnauze halten hier, ich rede. Er meinte, er gibt bis Sonntag Zeit. Die Autos werden immer kostensepariert, falls da wieder irgendwas passiert. Dann wollte er mich töten. Ich habe gesagt, nein, töten Sie Richmond. Er sagt, aber du bist Chef. Ja, dann habe ich gesagt, wir haben auch einen Vize-Chef, dann töten Sie ihn. Deswegen, ich gebe meinen Posten jetzt. Nein, 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 ich habe den Posten abgegeben. Jetzt kannst du ihn mir nicht wiedergeben. Das fick dich, Alter. Ich meine, Alter, nein, ich nehme das nicht mehr. Ich schwöre, ich kündige jetzt sofort. Ich kündige. Also, du kündigst nicht. Was? Kündigungsfrist ist 6 Monate. Warum kann ich mich nicht selbst kündigen? Kannst du nicht. Alter, kannst du mich bitte kündigen? Nein. Wir sind hier nicht in Europa. Du Hippie. Du Hund. So, gut, wir sind einfach bis Sonntag alle nicht da, dann passiert auch nichts. Richmond, das hängt nur an Richmond jetzt. Wenn der Scheiße baut, dann bist du tot. Aber wenn ich Scheiße baue, ist Johnny tot? Nein. Er meinte zu mir, ich soll Richmond töten, dann tötet er mich und der hat gewinnt. Da meinst du, du kannst aber auch den Vizechef töten. Ich will den. Okay. Guck mal, okay, wir bleiben erstmal also ganz ruhig. Aber er meinte, wartet jetzt, ich komme jetzt dahin und jetzt müssen wir warten. Okay. Junge, wenn er da ist, werdet ihr alle bei ihm lutschen. Ich sag's euch. Ich werde... Achso, Juna nicht. Ich bin der Erste, Leute. Da bist du direkt Nummer 1, ne? Ich verstehe. Hat das irgendeinen Grund, warum du der Erste sein willst? Naja, ich will die ganze Zeit für mich beanspruchen, damit er sich ein besseres Bild von mir verschaffen kann und mich verschont. Mhm. Meinst du nimmst die Kugel für uns? Nein. Ey, Richard, es ist auch voll kacke von dir. Du bist ein richtiger Assi. Du hast es wirklich verdient zu sterben eigentlich von uns. Ich sag mir, ja, ist doch so, Alter. Wenn es hart auf hart kommt, dann würden wir uns alle für dich entscheiden.
Ja, eigentlich schon. Ne? Ey, Leute, wir müssen uns eigentlich noch... Warte mal, warte mal, wollte ich auch jetzt sagen, warum... Warte mal, warum Leslie, nicht Leslie? Ja, Leslie ist erstens... Weil ich unschuldig bin, ich hab doch gar nichts gemacht. Leslie ist erstens sehr selten da, zieht seine Nichte ab. Leslie? Ja? Bist du erst frisch hier eingereicht? Nee, aber ich war wieder viel auf Malta unterwegs. Ah, okay, cool. Also, pass auf. Du lässt dich töten. Und dann kommt einfach dein Bruder hierher. Ja, ich wüsste, dein Cousin oder so. Du hast hier eh noch keine Kontakte geknüpft, ja. Das ist nicht so schlimm. Ja, du musst eh sagen, keiner kennt dich, wer fickt dich, Junge. Weißt du, was ich meine? Aber ich kann auch meine Nichte nicht hier alleine lassen. Dein Bruder wäre mein Vater, ich... Nein. Das ist nicht, nein. Das ist Daddy-Sache. Vielleicht kommt das ja auch ohne Tür. Ach du Scheiße. Irgendwie klären. Hi, Lee. Wir werden das hinbekommen. Wir müssen uns nur zusammenreißen. Wir sind erwachsen, kriegen das hin. Stefano, wirfst du mich wirklich nach heute wieder raus? Und jetzt sollen wir was spielen? Ich brauche einfach erstmal eine Kippe. Du willst was spielen, in dem. Du willst was spielen, in so einer Situation willst du was spielen. Ja. Schäm dich, Juna. Schäm dich. Ich dachte, mich selbst, Leslie. Ich dachte, ich hätte dich besser. Okay, ich muss mal ganz kurz klar im Kopf werden. Der holt ihn da jetzt raus. Und dann ist die. Und dann dürfen wir keine Sachen mehr machen. Keine bösen Sachen, glaube ich. Und das glaube ich gut. Brox, danke für die 11 Monate. Ja, ich glaube, der Dicke ist. Ist Server-Admin. Ja, ich weiß aber nicht, wer von denen das ist. Oder PL sogar. Wir kriegen das hin! Oh, Mann, ey, Alter, wirklich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Der Dick ist Remy, okay. Und dann willst du auch noch Yoshiko da reinballern, oder was? Ey, ich meine ja nur. Fressen oder gefressen werden. Okay? Das habe ich den Dicken gesagt, ne? Der war voll sauer. Wirklich? Ja, ich habe gesagt, es hier umgekippt. Oh nein. Ich will nicht mehr hier rumgehen. So. Warum sagst du dem das, Alter? Ist warm genug, das geht schon klar. Ja, ich hab gesagt, dass du das Auto da reingefahren hast und dann hat der erstmal ein bisschen so gelacht, weil du so dumm bist. Und dann meinte ich halt so, ja, das war dann nur ein Spaß, das hätte ich niemals gemacht, Stefano, sag ihm das wieder. Dass du das halt auch mal eine Idee hattest. Yoshiko da reinzuhauen, dass er das Auto sag ihm, dass das nur ein Spaß war! Nee, das habe ich ihm gesagt und er meinte, ich rede mit ihm. Er meinte, der soll sich mal raffen, was los mit dem und so. Alter! Ja, ehrlich jetzt, er meinte, komm mal mit. Das tut doch nicht so. Ja. Das war nur ein Spaß, das hätte ich niemals gemacht! Ey, ohne Spaß, ne, der meinte zu mir, ey, der soll sich mal raffen, ne? Wir machen hier keine Späße und so. Das ist Sperrgebiet, wir werden dir nicht irgendwelche Leute da reinhauen und so. Ey, das war doch nur ein Witz, das hätte ich niemals gemacht. Keine Ahnung, aber der meinte voll ernst so. Ich rede ihm, ich sag ihm das. Nein, der meinte voll ernst. Also wenn das so weiterläuft, ne, dann kann der wirklich ausreisen und so. Was denkt ihr, wer das hat? Das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Ja, dann glaubt doch nicht. Junge, das ist... Junge, ich rede mit ihm. Was ist der? Dann warte doch mal kurz. Was? Guck mal, der ist da. Oh mein Gott. Und der meinte so, ne, der meinte auf jeden Fall, dass du dann dich verpissen kannst, so. Was denkst du, wer du bist und so. So, es gibt Grenzen, hat er gesagt. Ich hör auf damit! Also ich sag's dir, wie es... Oh mein Gott. Hast du Angst? Ich rede mit ihm, ich sag ihm das. Was willst du sagen? Ich sag ihm das mit Yoshiko. Dass es ein Spaß war. Er sagt doch. Der Dicke hat anrufen. Ja? Ah, noch. Okay. Ja, dann muss das Johnny bezahlen. Auf der Richmond. Wie viel sind das? $20,000. Was? 120.000. Ey, okay, der soll mich umbringen. Komm. Ey, Johnny sagt es. Was haben sie reingemacht? Kerosin, was? Ja. $120,000, Johnny, ne? Kannst du das zahlen? Ich kann das nicht zahlen. Ich kann das... Ey, pass auf. Warte, der soll sich an Susanne wenden. Ich werde das klären. Die kriegt das Geld rein.
Warte. Das zieht er von der Konto ab. Wie denn? Dann bin ich im Minus. Er sagt, dann bin ich im Minus. Heute jetzt rum. Du sollst ein Dispo aufnehmen. Oder ausreisen. Den kann oder ich niemals abbezahlen. Oder soll er ausreisen? Soll er ausreisen? Du kannst doch ausreisen. Ich reise aus. Er sagt, ich reise aus. Sag ihm, das war ein Spaß. Stefan. Ja, du sollst bei mir, der arbeitet bei mir, du sollst bei mir noch mehr arbeiten. Autos sauber machen, reparieren und dann, ne? Sowas halt. Reifen druckst, da was sollst du machen, sagt er. Okay, wo steht der nochmal? Okay, wir müssen aufs Gelände fahren. Also kurz bevor wir Gelände fahren. Okay. Okay. Ja, okay. Okay, ich pass auf. Laber, wirklich? Ach du Scheiße, ey. Okay. Bis dann, ey, wir müssen aufpassen, Leute. Das Auto steht jetzt vor Dings. Eingang, ne? Mhm. Aber da soll ein Typ sein namens Mike. Und da sollen wir aufpassen. Gut, wir müssen das Auto abholen. Du kommst mit, du rothaariger Wichser. Okay, Alter. Fahrt Stefano hinterher. Wir fahren jetzt aufs Gelände oder davor. Hinterher fahren. Ja, hab ich gesagt. Nein. Ey, nicht alle hinterher fahren, das ist jetzt zu gefährlich, Leute. Der Alpha-Mann hier ist der Fahrer. Nein, lass sie doch mitkommen, der einfach hinter dir. Scheiß drauf. Du weißt? Lass sie doch einfach mitkommen hinter dir. Komm Juna, mit. Juna, pass auf dich auf, Baby, ja? Nicht, dass du jetzt irgendwie wegfliegst. Ist okay. Was ist denn jetzt dein Fahrt? Ja, geradeaus. Die nächste links. Ja, ich erinnere mich dran. Genau, das war hier. Oh ja. Dann da rein. Steht das auch? Da steht's doch. Sieht nicht gerade gesund aus, das Auto. Oh. Ich glaube, die haben das komplett zerschossen. Wirklich, ne? Du bist ja auch die Nummer 1 davon. Das Auto gehört ja eigentlich dir. Laut Kennzeichen. Kannst du jetzt fahren. Wenn du willst, hier, bitte. Das fährt was? Noch? Wer fährt das nicht? Korre. Was? Okay, mach ich. Bis dann. Alles klar, bis dann. Ist alles gut mit dem Auto? Das jetzt zu Kennes Gewerbepark. Wo müssen wir hin? Zu Kennes Gewerbepark. Was ist da? Ja, Auto reparieren, du Idiot. Okay. Moin hier von Quickie Taxi, Stefano hier. Ich denke mal, sie hier, Kennes hat sie informiert. Ja. Ich habe auch, dass sie repariert werden müssen. Die bringe ich jetzt vorbei. Gut, bis dann. Alter, hast du das aus dem Auspuff schießen sehen? Das fährt keinen Meter mehr. Da kommt er niemals an. Oh Gott, das wird ja wirklich noch explodieren. Ist das nicht sogar total umweltschädlich, wenn so ein E-Auto explodiert? Weiß ich nicht. Du könntest ja anstelle des Autos explodieren. Das ist voll umweltfreundlich, würde ich sagen. Umwelt. Ein toller Spruch. Umfeld. Ja, das gleiche. Natürlich. Wieso haben sie so einen Hasskick eigentlich auf mich? Bist du dumm, Alter? Denkst du, diese Susanne-Sache habe ich wieder vergessen? Denkst du, jedes Mal, wenn ich aus meinem Bett steige und hier in die Stadt komme, ist alles wieder gut? Sag mal, oder bist du einfach nur narzisstisch veranlagt? Das solltest du nicht machen. Sonst hält das Auto nicht mehr. Dann soll er aufhören zu bremsen, meine Fresse. Ist das dein Auto hier? Die Die 5, ja. Ich nehme die 5 jetzt. Ah. Ja. Da weißt du zumindest, wo du hingehörst. Ne? Ach nee, weißt du was? Ich nehme die 3. Ich nehme die 3, mein Freund. Die 3 habe ich schon längst für mich beansprucht.
Ach ja, hast du die schon gefunden? Ja. Ja, wo ist die denn? Irgendwo in den 7 Weltmeeren versteckt. Bezweiflich stark. Ja, da sind wir. Cool. Ja, da können wir auch schon gleich einfach in einem gleichen Wisch alle anderen Fahrzeuge nehmen. Ja, oh, das steigen wir jetzt nicht aus. Okay. Ich. Hallo. Grüße. Ja. Das Auto hier muss repariert werden. Die anderen dürfen auch gerne auf die Bühne, wenn da noch einer repariert wird. Ja, fahrt mal alles drauf, die sollen mal alles reparieren. Aber der ist ja eigentlich noch gut. Welcher? Das ist ja gut, dass ich alles, ja, der nächste, dass ich nicht gesagt hätte. Ja, dann mach trotzdem mal, egal, scheiß drauf. Sollen wir alle nochmal komplett neu. Wir haben 2 kaputte an der Zentrale stehen, ne? Ja, können wir die herfahren? Fahren die noch? Ich weiß nicht, können wir testen, ja. Ja, dann mach doch mal, ihr seid doch zu dritt. Ihr seid doch alle eingestellt. Dann geht ran an die Dinger. Ah, Juna, jetzt reiß dich zusammen. Komm, bring wenigstens das Auto bis hierhin. Wer will schlafen gehen? Komm, dann. Ja, das sieht noch top aus, ja. Was dann? Das ist noch einer drin. Ja. Oh, das bin ich. Vielleicht mal mit repariert werden. Ja, hallo? Taxi! Nun, leider bin ich nicht mehr befugt, Anrufe entgegenzunehmen. Ich wurde gerade. Was ich brauche ein Taxi, jetzt mach keine Faxen jetzt. Guck mal, pass mal auf. Steig doch einfach in deine Mutter und lass dich von der irgendwo hinfahren. Okay? Ja, dann rollt die dich einfach zu Punkt B und dann kannst du dir noch ein schönes, saftiges Trinket geben. Und sagst dann noch schöne Grüße vom Laser. Da wird die sich aber mächtig freuen, das sag ich dir aber. Was? Ich nehm deiner wohl, du Wichser. Mach dich aus meiner Leitung, du Birne. Sonst flipp ich richtig aus. Mein Streamdeck hat sich wieder aufgehangen. Oder aufgehängt? Ihr wisst ja, was ich meine. Oh Mann! Das ist so nervig. Ich hatte dich jetzt gefixt. Aber es wurde nicht gefixt. Es ist nicht fixbar. Oh Mann. Gehogen. Ja, danke. Ja. Okay. Und dann gucke ich mir gleich noch die anderen an. Okay. Alles gut. So eine Ficke, ey. Scheiße. Aber Stefano, sagen wir mal so. Ja. Das alles hat ja auch irgendwie was Positives. Ne? Wir sind jetzt wieder dann. Wir wissen jetzt, was es für Ausmaße annimmt, wenn wir uns beide halt beefen. Weißt du? Ja. Okay. Ja. Du baust nur Scheiße, ne? Ich baue nicht Scheiße. Du baust nur Scheiße. Alter, ich hatte. Wegen dir hat der Dicke gesagt, ich bring dich rum. Stefano, pass mal auf. Du musst einfach mal an deinen Führungsqualitäten arbeiten. Denn dann werden die Leute oder färbt das auch auf deine Mitarbeiter ab. Verstehst du das? Benimm dich. Sorg dafür, dass wir erstmal einen guten Ruf erlangen. Du hast ja schon gefailt, indem du einfach dieses scheiß Taxiunternehmen unter falschen Informationen angemeldet hast. Von wegen E-Autos. Bist du noch ganz dicht? Ach, oh, Digga, halt mal einmal deine Fresse, wirklich jetzt. Also. Du riss mich so oder so auf Dinge. Ich verstehe halt immer noch nicht, wie man das schafft, das Auto da reinzufahren. Junge, du hast mich gejagt! Was soll ich denn machen? Ja, du musst auch genau dahin fahren, wo ich bin. Ich bin einfach nur random irgendwo reingefahren. Ich habe nicht mehr Zeit gehabt, nur auf die Karte zu schauen. Entschuldigung. Denkst du, ich habe das mit Absicht gemacht? Ja. Alter, das nimmst du zurück. Ich schwöre, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Habe ich wirklich nicht, Stefano. Ja, was heißt aber dazu, dass der Dicke gesagt hat, was denkst du, wer du bist und sowas? Zu dir. Da werde ich nochmal mit ihm reden. Ja, dann ich kann seine Nummer geben, kannst du mir ja mal anrufen. Ist er da, dann ruf, gib ihm. Komm, ich gebe dir mal seine Nummer, komm. Okay. Ich will aber mithören, ne? Also du wirst hier sein und okay, neben mir reden. Okay. Okay, einfach 6x7. Okay. Nicht erreichbar. Dann hat er wohl
mich geblockt. Der hat mich nicht geblockt. Der hat dich geblockt. Wurdest du geblockt, Johnny? Du wurdest geblockt. Du wurdest komplett geblockt. Von Susanne? Nicht, oh Susanne, Mann, Alter, nein. Von deiner Mama, als ich ihr erzählt habe, dass ich doch nicht irgendwie für dich noch ein bisschen Geld... Sie gehen ziemlich oft auf Mutter. Können Sie auch was anderes? Natürlich. Schwester habe ich auch noch im Petto. Cousine? Ist Susanne nicht ausgewandert? Die ist ausgewandert. Ja, wie ausgewandert? Hat die nicht einen VNet-Post gemacht gestern? Laber nicht. Warte, du lügst. Ach, ja. Erzählt er mir hier irgendwas von meiner Mutter und kennt nicht mal die Geschichte seiner Freundin. Alter, wie heißt die? Das ist nicht wahr. Susanne. Okay. Logisch. Ist die wirklich weg? Wer ein bisschen verdient, die Laser. Ja. Oh, tatsächlich. Hast du es wohl zu weit getrieben, hä? Warte mal, was hat sie geschrieben? Du hast sie gebrochen. Susanne. Sie hat geschrieben, manchmal muss man sich von Orten trennen, weil sie einen an die schönsten Momente erinnern und die Trauer darüber, dass diese Momente nicht mehr möglich sind, diese Erinnerungen unerträglich machen. Maga, Susanne! So. Warte mal, was? Susanne ist am Boden zerstört. Ja. Vor einem Tag, manchmal muss man sich von Orten trennen. Warte mal, verkauft sie das Haus? Weil sie einen an die schönsten Momente erinnern, aber die Trauer noch. Ja. Die Nummer von dem Fahrzeug, was dort steht, das wissen Sie zufällig nicht, oder? Was noch beim Stadtpark steht? 3. Ja, hallo? Identifiziere Biomasse. Susanne Altenau. Richtig? Bitte bestätigen. Ja? Wir, die Nicht-Erdlinge, mussten den mit Abstand attraktivsten und fähigsten Menschen von diesem Planeten entführen. Johnny Laser. Auf seine Bitte hin haben wir ihn eine Message anzukündigen. Nun, wie folgt. Viel Spaß mit ihm, ne? Wird jetzt abgespielt. Jetzt reden? Also, sagt meinem kleinen lieben Susannchen, dass ich meine Sonne vermissen werde. Dass der einzige Lichtblick, den ich hatte, wahrscheinlich für immer in Dunkelheit gedrängt wird und alles, was jetzt kommt, nicht ansatzweise mit dem wahrscheinlich schönsten Lebensabschnitt, den ich jemals hatte, zu vergleichen ist. Erst da habe ich gewusst, was es heißt, zu leben. Und ich bin froh, dass ich 118 Jahre alt sein durfte, um noch letzten Endes dieses Gefühl erleben zu dürfen. Susanne, ich liebe dich. Du bist es. Ich liebe dich auch. Und verkaufe nicht das Haus. Bitte, egal was kommt, verkaufe nicht das Haus. Das ist schon verkauft. Tut mir leid, wenn deine Seele noch darin gewohnt hat, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten da. Nachricht wurde abgespielt. Wiederhole, Ende der Übertragung. Nun, Erdling, heißt es, Abschied zu nehmen. Bitte, bitte kaufen Sie das Haus zurück. Tschüss. Ey, warum? Ich verstehe das nicht. Warum? Nein, das ist doch nur ein Tag gewesen. Warum muss ich mir das ganze Haus geben? Was ist los mit der? Oh Mann. Die hat das Haus gekündigt! Ja, Leute, also wirklich, also, Dings, Johnny. Ich bin so gut. Also, 1-5 ist alles hier. Ja, okay. Kannst du mal kurz Malaga anrufen? Ich komm mit, Johnny. Guck mal, was ein guter. Ich hab ich bin so ein guter Mann, Digga. Ich hab einen heftigen, wirklich jetzt. Aber. Hier, ich kann dir sagen, Susanne ist nicht weg. Susanne hat nur das Haus verkauft. Ich weiß, ich hab da gerade angerufen. Die Jungs wollten dich verarschen, glaube ich. Die hat das Haus verkauft, das ist schlimm genug. Wie, sollte sie ausreisen, oder was? Nein, ich meine, aber das ist meine einzige Wohnung gewesen. Ja, ich bin jetzt offiziell obdachlos. Ja, siehst du, jetzt bist du noch sogar mehr gewesen.
Stefano, darf ich im Kofferraum von Taxi 1 schlafen? Mein Freund, hör mal zu. Warte mal. So. Ja. Du kannst sogar, wenn du wirklich vernünftig arbeitest, ne? Vernünftig, ohne Stress zu machen, die Vizekarte. Wie das ich? Ach ja, die Vizekarte nehme ich mal wieder, ne? Ey, Papi! Willst du sterben? Nein. Also. So, wenn du jetzt vernünftig arbeitest und nicht rumholst wegen Vize und so, dann darfst du sogar bei mir zu Hause schlafen. Okay. Ja? Aber als Strafe, mein Freund, möchte ich, ja, dass du 5 Tage lang ab morgen um 7 Uhr morgens schon arbeitest. Wie lange? Oder? Um 7 Uhr morgens bis, bis 12 Uhr nachts. Das kannst du vergessen. Also bist du noch ganz dicht? Du wärst um 7 Uhr morgens. Ich hab kein Leben? Sein. Ja. Ich doch gar nicht. Was? Ich hab morgen Abend jemandem versprochen zu kochen. Ja, Pech gehabt. Wie er Pech? Er kocht dir halt nicht zusammen. Ja? Ich werd nicht um 7 Uhr aufstehen und bis 12 Taxi doch, fahren in dieser Stadt. Willst du dich verarschen? Du wirst jetzt anrufen. Du machst doch selbst noch nicht so lange im Dienst. Keine Ahnung, mit wem du auskochst. Du rufst jetzt da an, sagst du, ich kann morgen nicht. Ich muss um 7 Uhr morgens schon raus und arbeiten, Taxi fahren. So, koch alleine. Die lachen mich aus? Ja, dann soll sie doch auslachen. Dann sagst du, lack als Maul, du kochst alleine. Du Opfer. Sag ihr das. Ey, das kann ich nicht. Wieso nicht? Hast du keine Eier? Na, darum geht's doch nicht. Du hast keine Eier, ne? Sei ehrlich. Du kannst nicht sagen, du Opfer, koch alleine. Kannst du nicht, ne? Was wollt ihr denn überhaupt? Was wollt ihr denn kochen? Weiß oder ich noch nicht. Ja, bestimmt nur Scheiße. Also wirklich jetzt, ne? Wegen dir rede ich sogar über Essen jetzt schon so, ey. Wirklich jetzt. Ah, ja. Was? Ja? Pfannkuchen. Wow, Pfannkuchen. Alter, krass. Junge, in 5 Minuten habt ihr schon eigentlich alles ready. Pfannkuchen! Okay, pass auf, ist egal. Okay, ich hab's verstanden. Nein, sag, pass auf was. Kenn ich den jetzt. Ich werde das irgendwie hinbekommen. Um 7 Uhr morgens, ey, ich werde. Cheng. Um 7 Uhr morgens bist du morgen draußen. Und arbeitest. Ich werde mit dieser ganzen Taxi-Kriege nicht klarkommen. Chef, ich kündige. Okay, warum denn? Warum? Das ist ja ein Zirkusverein, wird das. Wieso ey, das denn? Wieso willst du kündigen? Ey, nochmal Familiendrama, du holst deine Schwester, ihr Bruder oder Onkel, den Cheng noch. Nein, den habe ich gesagt, der kommt nicht rein. Der wird auch wieder gekündigt, warte mal. Oh Gott, jetzt. Ich kündige den jetzt direkt über Dings, geht da nicht. Doch, hier. Du bist Leslie. Nein, ey, du musst nicht wegen mir jetzt wieder einen rausschmeißen. Nein, ich wollte den eh kündigen, habe ich gekündigt. Nein, ey, ich wollte zu VIP-Taxi wechseln, die haben viel coole Autos. Nein, ich wollte den eh nicht drin haben, ich habe wieder gekündigt. Was guckst du mich an? Ich bin bereit, ich weiß. Ich hab genug Kacke am Dampfen gehabt, okay? Es tut mir ja leid. Wir können aber keine Leute gebrauchen, die einfach ständig an unserer Moral zweifeln und glauben, das Unternehmen ist dem Untergang geweiht, du Arschloch. Dann geh doch! Wisst ihr, warte mal, ist das gerade Vizechef? Nein, bist du gerade Vizechef? Gerade nicht, nein. Was laberst du mich dann voll, Junge? Ja. Ich weiß, ich hab von deinem Unfall gehört. Ich bin froh, dass hat sich das nicht erwischt, aber du, so wie du aussiehst, hast du die letzten Tage eine schwere Zeit gehabt. Bitte? Wie? Verstehe ich nicht? Du bist tätowiert. Ja, und du... Du... Ey... Sieht gut aus. Ich... Hey, entspannt. Johnny. Nee, ist nicht Bro, der ist der andere. Ich hab den Namen vergessen. Ich will dir jetzt ungern ein Backpfeife geben, dass du endlich mal ein Mann bist. Ich hab grad mein Haus verloren, okay? Verstehst du das? Warum hast du dein Haus verloren? Die Susanne denkt, ich bin tot! Und jetzt hat sie das Haus verkauft! Jetzt wirklich! Die hat sogar einen Post verfasst! Ja, ich weiß, als ich aufgewacht bin letztens, da war das alles offen. Ey, warum? Hast du dir mal überlegt, welches ist der Umgang der Leute, mit denen du rumhängst? Seit ich bei Quickie Taxi arbeite, ist mein Leben um 80% nach unten gegangen. Meine Lebens-Work-Life-Balance ist im Arsch, seit ich bei Quickie Taxi arbeite. Vielleicht sind das die Leute. Da geht's mir auch, wenn ich mal da bin. So eine Scheiße, ey.
Okay, gut, ich werde das hinbekommen. Hey, kündige nicht. Okay, versuch das nochmal. Wir werden Stefano jetzt zusprechen und ihn so ein bisschen in die richtige Richtung weisen. Aber dafür brauche ich auch dich. Okay? Du warst eh schon immer mein Lieblingsvizechef. Du solltest das wieder sein. Du weißt, wie man mit Leuten umgeht. Ich danke dir, mein Freund. Gerne. Achso, ja, ja. Die vier wahrscheinlich auch. Lass mal morgen... Die vier. Ich kann morgen nicht. Muss irgendwo arbeiten. Taxi.